meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen des Kulturforums Bosbach-Hing ganz herzlich heute zu unserem Neujahrskonzert begrüßen. Wir wünschen Ihnen für das neue Jahr alles Gute, viel Gesundheit und viele schöne Momente. Mit schönen Momenten fangen wir heute gleich an. Wir bieten Ihnen heute beschwingte Musik in ungewöhnlicher Formation. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich das Ensemble Solina zu unserem Neujahrskonzert. Der Tanz ist eröffnet. Meine Damen und Herren, das wohl schönste, außergewöhnlichste, interessanteste Instrument aus der Familiengattung der Blechbläser ist zweifelsohne... Jetzt
Die Posaune. Zweifelsohne. Die ungarischen Tänze. Die ungarischen Tänze von Johannes Brahms sind Ihnen ja allen bekannt. Sind wie viele an der Zahl? Na? 21, meine Damen und Herren. Unvorstellbare 21 Tänze, geschrieben für Klavier zu vier Händen. Wir präsentieren Ihnen jetzt den ungarischen Tanz Nummer 5, ganz ohne Klavier. Cello. Die Geige brennt länger. Das Cello brennt länger. So ist es. So was. Typisch Posaunist kann sich doch nicht mal einen Witz merken. Können wir jetzt mal was spielen? Ja, Vollgas. Komm, dann klingt. Kennen Sie den? Läuft ein Blechbläser an der Bar vorbei. Nee. Fand niemand lustig. Nee. Anfangen.
könntest du nicht stimmen vor diesem Stück? Ich bin in bester Stimmung. Das ist wunderbar. Wir können auch Lachen spielen übrigens. Ich auch. Thank you.
Thank you.
zu spielen und die verpassen sie auch noch. Damen und Herren, Schwanensee. Tschaikowskis Schwanensee, Ballettmusik der feinsten Art. Meine Damen und Herren, in Fernsehen, Funk und Werbung werden gerne auch klassische Melodien verwendet. Wenn Sie sich an die Tangos erinnern, der erste Tango, wer sieht nicht El Pacino als blinden Anwalt des Teufels um die Wette? Tangon. Tangon? Ja, ähnlich. Walzern und Tangon. Das kann man schon. Oder die berühmte Kuchenwerbung, Koppenrad, Hoch und Wiese, ist eigentlich auch ein anderes Stück. Ne? Er denkt immer nur ans Essen. Nein, heute nicht. Und Schwanensee wurde in einem ganz spannenden Film aus dem Jahre 2008 neu interpretiert, nämlich in Black Swan. Es war ein Film mit Natalie Portman, es ging um eine Ballett-Company und die Intrigen innerhalb eines solchen. Und für dieses Stück hat Clint Mansell die Filmmusik neu interpretiert. A Swan is Born aus dem Film Black Swan. American English. Neu interpretiert. A Swan is Born. Und danach haben Sie sich wirklich auch eine Pause von uns verdient. Thank you.
singing in the rain. I'm singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. Thank you.
Thank you.
Ja? Was spielen wir denn? Yeah.
Schön, dass Sie da sind. Jetzt ist es an der Zeit, diese wunderbaren Damen vorzustellen. Am Cello, links außen, Heike Schuch. Am weiteren Cello, Katrin Bannhirn. Am wunderbaren Waldhorn, Eva Hartmann-Drogowska. Dass wir kommen durften. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir hoffen, Sie hatten jetzt einen schönen Sprung ins neue Jahr mit ein bisschen Tanzrhythmus. Und wir verabschieden uns mit einem Medley bekannterer und unbekannterer Melodien. Mehr verrate ich nicht. Sie können ja selber hören, welche Sie kennen und welche nicht. Vielen Dank. An der Posaune, der Stimme und den schlechten Witzen, Benedikt Wader. Thank you.
Und Filmmusiken beenden wir das Konzert mit einer Polka, meine Damen und Herren.
Thank you.